Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Gameplay oder Mini-Let's Play. Ich weiß noch nicht so genau, was ich draus mache. Beim Lumberjack Simulator, also zu Deutsch Holzfäller-Simulator. Und wenn jetzt der eine oder andere denkt, oh, Moment, das kenne ich doch irgendwo her, ganz böse Erinnerung, ist diesmal nicht von UEG oder von sonstigen, sondern aus einem neuen Studio, also ein kleines Entwicklerstudio aus Kanada. Und ja, das Ganze ist momentan in der Beta-Version. Der Entwickler hat mir einen Key geschickt, dass ich euch zeigen kann. English only. Kann lustig werden. Kommt am 13. Dezember auf Steam raus in der Early Access. Ja, also das Spiel wird dann noch nicht mal fertig sein, sondern Early Access in dem Fall. Ob es da mittlerweile dann schon auf Deutsch ist oder ob die deutsche Lokalisierung auf sich warten lässt, das wird sich zeigen. Ich habe schon mal hier mehr oder weniger alles eingestellt, was ich einstellen konnte. So viel gibt es da leider Gottes noch nicht. Die Audio beispielsweise kann ich nicht einstellen, weil akzeptiert es halt nicht. Es gibt nichts zum Speichern. Grafik ist auf hoch. No. Gucken wir einfach mal, würde ich sagen. Wir schauen uns das Base-Tutorial, also Basic-Tutorial an. Und gucken mal, wie es da ja, am Ende des Tages weitergeht. Es gibt noch einige Fehler im Spiel, die auch so beschrieben worden sind. Ich hoffe mal, die passieren jetzt im Tutorial nicht so wirklich. Gucken wir mal. So, wir werden hier in die Spielwelt geworfen, haben hier oben die Anweisung. Follow the checkpoints and logging to the logging area and cut down 3 trees. Ne, also 3 Bäume im Endeffekt fällen. Und je mehr Trees ich fälle, desto länger ist es irgendwas für die Chainsaw, also für die Sägemühle. Und pick medium or small trees. Ja, also kleine bzw. größere Bäume soll ich raus picken. Es ist momentan sunny, wie ihr oben rechts und da oben links seht, und 8:09 Uhr. Das ist im Endeffekt die Grafik und hier sind die Checkpoints, die wir ablaufen sollen. Es ist meines Erachtens nach nicht Unity, es könnte Unreal Engine sein. Bin ich mir aber momentan auch nicht wirklich so sicher. Sieht aber an sich schick aus. Das Besondere jetzt hier an diesem Holzfäller-Simulator ist, es ist so eine Mischung noch mit, ja, so ein klassisch, wie man es halt erwartet. Und, wie sagt man so schön, also so Spin-Tires-mäßig. Weil ihr seht hier den Boden, der ist teilweise ein bisschen feucht und so. Ich glaube, das sehen wir dann später in den Tutorials noch. Deswegen gucken wir mal. So, entering the lock area, this lock area is owned. Das ist doch sehr schön. So, jetzt kann ich hier mit Q meine Tools durchswitchen. Wir haben einmal eine Axt, einmal eine Kettensäge, die momentan nicht so wirklich Sound hat, und ein Bündel Geld. Und wir können uns, sollen ja jetzt dementsprechend hier 3 Bäume fällen. Das tun wir in dem Sinne einfach mal. Auch wenn ich hier, also mit Dings können wir jumpen. Use Tool ist Klick. Aber auch wenn das hier momentan nicht möglich ist, gehen wir mal hier hin. Ah, jetzt haben wir auch Sound. Sehr schön. So, dann haben wir hier einmal den Baum gefällt. Der fällt momentan noch sehr langsam zu Grunde. Aber er ist auf jeden Fall da. Ich kann das Ganze nicht drehen mit der rechten Maustaste, wie beim LS beispielsweise. Sondern ich habe lediglich hier diese Möglichkeit, das Ganze so nach oben zu nehmen. Und sobald dieser Kreis hier grün wird, kann ich das Ganze beispielsweise absenzen. Ne? Hier macht er das dann so, dass es halt so aussieht. Ist zwar mehr oder weniger auch unoptimal, ihr seht das gerade, aber ja, das ist so mehr oder weniger der Stand der Dinge. Dann fällen wir hier einfach mal 3 Bäume, so mehr oder weniger Medium-Bäume, wenn es das überhaupt gibt. The Logging Area Goal is completed. Das finde ich sehr schön. Dann gehen wir das Ganze mal wieder hier raus. Und dann follow the checkpoint. Und dann bewegen wir uns einfach mal hier hoch. Ich denke mal, das wird so halbwegs passen. Enter your vehicle and park. Das ist in the front and the gas. Okay. Also, wir haben diesen wunderschönes Fahrzeug hier kennengelernt. Mit C kann ich Kameras durchswitchen. Wir haben nur feste Kameras. Also keine, also wir haben hier so eine Indoor-Kamera. Ich kann mich aber da nicht frei umsehen. Dann habe ich so eine, nennen wir es mal nähere und etwas weitere Kamera. Aber das war es dann auch schon. Mit Elge kann ich Lichter an- und ausmachen. Ist auf jeden Fall helle wie Sau. Hat auch Free-Kamera, Rotate, Mouse Move Plus. Mouse Move Plus? Ah, okay. Ich muss die mittlere Maustaste gedrückt halten. Alles klar, das ist natürlich auch eine... Aber das geht hier im Innenbereich in dem Falle nicht.
Hier geht's auch nicht, ich kann es nur im Außenbereich tun. So. Ja, dann folgen wir den ganzen Spaß hier einfach mal. Den Instruktionen. Und ändere die Vehikel. Ja, gut, dann fahren wir einfach mal ein Stückchen. War mal nichts zu verlieren. Gehen wir mal ein bisschen weiter hier vorne ran. Und gucken wir mal. Ah ja, hier. Hier kann ich euch das mal am besten zeigen. Ihr seht das jetzt so ein bisschen. Ne, wir können hier einsinken. Und alles. Und ich kann hier zum Beispiel das Differential mit U aktivieren. Das seht ihr hier. Locked. Also auf der rechten Seite. Open, Locking, Equal. Also dass alles aktiv ist. Und das soll ja so ein bisschen dieser Spin Tires Move sein. An sich schon mal eine ganz nette Idee. Wir folgen jetzt einfach mal hier am Ende des Tages der Straße. Ich mach mal hier. Oh. Hab ich Fahrzeug ausgemacht, wollte ich nicht. So, ja. Und ja, wir folgen jetzt einfach mal diesen Weg. Straße kann man wahrscheinlich mal nehmen. Wir können Bäume umfahren mit einer gewissen Geschwindigkeit. Das ist auch kein Problem. Und boah, das ist so im Endeffekt basic, ne? So sieht der Innenbereich aus, der ist jetzt momentan nicht animiert oder größtenteils irgendwas, es ist halt einfach so, wie es halt ist. Wie gesagt, umsehen kann ich mich eh nicht in dem Falle. Und ja, dann sind wir schon mal hier angekommen und dann haben wir, machen wir das Ganze aus, hier schon die nächste Karre freigeschaltet, das ist ein Truck. So, auch beim Truck das gleiche in grün. Es gibt hoch Innenansicht, Nah- und Weitekamera. Und da sollen wir jetzt genauso den Instruktionen folgen. Und das machen wir natürlich. Indem wir einfach mal den hier machen. Und dann, hoppala, das Ganze hier ein bisschen nach oben nehmen, dass es so alles passt. Ist ja so Basic Tutorial. Ne? Wir lernen ja hier am Ende des Tages die Basics vom Spiel und damit ist auch erstmal gemeint, wir gucken uns an, wie das Ganze sich überhaupt hier steuern lässt. Das sind natürlich die großen Bäume, die sollte man, wenn es geht, nicht anfahren, weil die kann man nicht überfahren. Sollte ja auch ganz klar sein. Und ihr seht hier schon, es gibt, also der Untergrund ist logischerweise auch nicht ganz glatt. Und das soll so alles erstmal so ein bisschen demonstrieren, wie Allrad, Differential, den ganzen Spaß, das Ganze hier so lübt. Tja, ich bin jetzt erstmal alle Waypoints abgefahren, allerdings anscheinend irgendwo einen vergessen. Das Problem ist, es wird auch leider irgendwo angezeigt größtenteils, weil, du seht es ja hier, es gibt ja so eine große Strecke, ich glaube, die sind wir jetzt hier gefahren, sind da einmal wieder hier rum. Kann sein, dass wir heute nicht hier abbiegen dürfen, sondern einfach da weiter gemacht sind, weil wir stehen jetzt, glaube ich, irgendwo hier. Nee, alles durch, das ist so eine Sache. Naja, egal, ich würde einfach was sagen, schön, wir haben Waypoints mal abgefahren, sind die Truck mal gefahren. Ja, gucken wir uns einfach mal die anderen Tutorials an. So, take the skidder to logging area. Ne, das machen wir. So, ja, wunderschön, dass da schneit's hier drin. Einfach nur so vor Begeisterung. To the logging area. Da würde ich einfach mal sagen, bewegen wir uns da mal hier hin. Das ist so ein John Deere Skidder, wie das mir aussieht. Kling. Ja, jedenfalls sollte das so darstellen. Haben aber keine Lizenz morgen dafür. Aber ist, denke ich mal, auch weniger dramatisch. Soundtechnisch gesehen, ja. Jetzt nichts Besonderes, aber jetzt auch nicht schlecht. Wir folgen dann erstmal wieder den Instruktionen. Also, sprich, den. Ja, den der Straße. Den Waypoints, wo wir auch immer wieder hin müssen.
ich mache mal hier kurz das Differential zu, dass wir dann näher rankommen. Und dann werden wir, denke ich mal, Bäume umhauen und diese dann in unserer wunderschönen Zange anheben und dann in diese Area schaffen, wo wir gerade eben waren. Und soweit so normal, würde ich was behaupten, oder so einfach. Aber wir folgen, wie gesagt, erstmal hier den dementsprechenden Waypoints und dann sehen wir mal weiter. So, wunderschön. Dann haben wir hier die wundervolle Aufgabe, drei Bäume zu cutten und das Ganze aufzunehmen und dann im Warehouse Location down the road. Also down the road heißt so frei nach dem Motto, wir sind jetzt dort, wir gucken nach da, also sprich dann da vorne, wo diese Sägemühle ist, da das Ganze so zu machen. Und das Ganze mit drei Bäumen kriegen wir, denke ich mal, hin. Wir nehmen erstmal wieder Kuh. Und this is too big. Okay. Das ist auch zu big. Verstehe, gut. Also wenn. Alles klar. Wenn es denn halt zu big. Okay. Zu big. Auch zu big. Fields Batman. Ah ja. Gut. Drei Bäume. Frisch mal hin. Ja. Gibt es noch irgendwie ein bisschen was. Ich nenne es mal E-Fahrer aus hier. Ah, ja. Wunderschön. Da haben wir das Ganze einmal hier umgekippt. Dann steigen wir mal ein. Und jetzt wird die große Aufgabe sein, das Ganze erstmal in eine andere Kameraperspektive zu schalten. Dass ich auch was sehe. So. So. Grab Enter. Head QE. QE. Ja, halt, hältst du doch mal bitte an hier, danke. Also Head Rotate ist QE. Also hier, dass wir das Ganze rotieren können. Auch ganz klar, Kern Page Up, Page Down. Ah ja, okay. Teilweise komische Steuerung. Halt. So, warte mal. Wir crappen uns den einfach mal. Und haben, wie es gerade aussieht, schon mal zwei Bäume an einen Haken. Das finde ich gut. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Nach links müssen wir. Da quält sich hier allgemein. Oh Gottes Willen. Da quält sich allgemein hier ein bisschen ab. Wir müssen gerade mal rüber hier. Können wir wieder hier Page abmachen. Vielleicht funktioniert das dann da besser. Weil wir haben den einen so mehr oder weniger so hinten dran genommen. Ich muss gerade mal hier. Ich muss mal kurz hier im Innenbereich mir hier die Straße raussuchen. Weil davor müssen wir. Und wir hängen aber allerdings hier gerade irgendwo fest. Aber das lässt sich noch erreichen, indem wir einfach diese ganzen Äste einfach mal hier wegmachen. Ja, das ist nämlich so eigentlich so ein Störfaktor. Den nehmen wir ja eigentlich nicht mit. Okay. Das wollte ich jetzt so eigentlich nicht, aber wenn das schon mal reicht, schauen wir einfach mal. Ja. Jetzt haben wir zwar auch nur noch einen Baum da, aber, und jetzt kommt das große Aber, der andere liegt gerade da schon mal so zur Hälfte da. Deswegen. So. Dann haben wir hier anscheinend die Säge, halt, die Sägemühle, wunderschön. Und jetzt können wir, Moment, wenn ich das richtig sehe, einmal bitte weg hier. Hier am Geldautomat das Ganze verkaufen für $256. Okay. Ja, für so einen kleinen Baum auf jeden Fall schon mal besser als nichts.
Und das Ganze müssen wir jetzt mit drei Bäumen machen. Verkaufen und dann, also kriegst du mal Kohle dafür. Gut, soweit so normal. Da kann ich jetzt schon mal vorweg spoilern, wie das Spielprinzip per se sein wird. Wir fällen Bäume, wer hätte es gedacht. Und für diese Bäume bekommen wir Geld und für dieses Geld können wir uns neues Equipment kaufen. Das hätte man jetzt vielleicht nicht erwartet, aber doch, so wird es dementsprechend sein, so logisch. Ich muss gerade mal gucken hier, weil den habe ich ja jetzt hier mehr oder weniger so komplett abgefeilt. So, Page down, Page up. Und dann können wir den jetzt erstmal weiter. Ich weiß nicht, ob da ein ganzer Baum war, aber es könnte ein ganzer Baum gewesen sein. Boah. So, ein bisschen weiter hier in Zoom nach draußen. Steuerung ist noch teilweise ein bisschen schwammig, um ehrlich zu sein. Gerade die Kamerasteuerung ist jetzt dadurch, dass man die Maus, also die Kamera, selber mitziehen muss. Auch momentan noch nicht so hundertprozentig das Gelbe vom Ei. Aber immerhin, wir haben schon mal zwei Bäume umgelegt. Und werden das Ganze jetzt auch mit dem dritten tun. Ich muss bloß gerade mal gucken, wenn wir hier eh schon mal in der Area sind. Ob es nicht hier irgendwo noch einen Baum gibt, den wir per se... Oh ja, guck mal, das ist ja wie bitte schön. Wunderbar. Dann sehen wir zu, dass wir hier den ganzen Spiel mal wegkriegen, der uns eh noch blockieren würde. Dadurch, dass man auch die Kettensäge in dem Falle leider nicht senken, also drehen kann, ist das halt immer, gerade bei diesen oberstehenden Dingern hier, so eine Sache. Ich meine, wir können die hier oben cutten und alles, aber so wirklich präzise ist da auch nicht. Ne? Also leider Gottes. Ne? Das ist einfach nur hier so zack. Und hier so zack, also es bleibt halt immer was stehen, so wirklich roten können wir den ebenfalls mit der Kettensäge. Es gibt auch einen Harvester, also einen richtigen Harvester dann, wie wir den auch aus dem LS beispielsweise kennen. Der kann das dann, glaube, ordentlicher machen. Aber den haben wir ja jetzt hier momentan noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der so schnell kommen wird. Außer er taucht noch irgendwie in den Tutorial auf. Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch. So, wenn ich gerade mal hier Page Down machen. Und dann irgendwie versuchen, das Ganze, ja. Wunderschön. Der hängt zwar so ein bisschen jetzt hier unten drin, aber den versuchen wir einfach trotz all dem. Ja. Versuchen wir trotzdem mal hier mit Krampf hier hochzuziehen. Sollte ja irgendwie halbwegs klappen. Naja, doch, jetzt passt. Wunderbar. Dann darf halt nur noch unter den Rädern sein. Das sollten dann drei Bäume gewesen sein. Ich hoffe mal, dann ist er dann zufrieden. Ich fahre jetzt einfach mal hier so knallhart drüber. In der Hoffnung, das funktioniert, obwohl so weit früher muss man gar nicht fahren, aber na, das passt eh, sehe ich gerade, wunderschön. Ender, Gas geben, aussteigen, ja, so, zack. Und dann am EC-Automaten direkt verkaufen. Level completed, you many chose the other level. Ah ja, wunderbar. Also, Tutorial abgeschlossen, wir können ins nächste Tutorial reingehen. Wunderbar. Nächstes Problem, die Maus ist manchmal hier so nicht so top. Das vielleicht noch so als Anmerkung. Ja, das ist so das eine Skitter-Tutorial. Dann gibt es noch Advanced-Tutorial. Das ist dann ein bisschen was anderes. Dann haben wir Open World Easy. Vehicle and Long Advertise to the Map. Aha. Area Investments und Alternativ-Level mit Morganzing. Okay. Gut, aber ich denke mal, prinzipiell sollte man so als ersten Eindruck gehen. Wollt ihr mehr sehen? Dann gucken wir uns gerne noch das Advanced Tutorial an. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ist euer erster Eindruck. Wie gesagt, am 13. Early Access, ich halte euch da per se auf dem Laufenden. Aber wie gesagt, wollt ihr das Advanced Tutorial erstmal noch sehen? Oder sagt ihr eher, naja, hat Zeit, Bruder. Schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen. Peace and out.